Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem neuen Blind Tasting. Ich habe aktuell 13 verschiedene Whiskys hier drin. Ich habe auch eine Liste, welche Whiskys ich hier drin habe. Und ich werde heute wieder eine neue Blindverkostung machen. Blindverkostungen sind gemein, weil häufig liegt man doch daneben oder ich liege auf jeden Fall daneben. Und ich finde es aber dann am ehrlichsten, auch wenn man manchmal sehr überrascht ist, was man da von sich gibt und dass das manchmal mit der erwarteten Qualität nach oben wie auch nach unten hin gar nicht passt. Also hier ist ich habe schon eine Flasche vorbereitet, die ist aber, ich weiß nicht, was drin ist, da ist eine Zahl hinter. Ich wollte das mit den Klappern jetzt mal sein lassen, denn ich denke, das ist eher uninteressant. So, dann schütten wir mal was ein. Dann schauen wir mal, was es für ein Whisky das nun ist. Er kommt leicht rein. Hat Zitrusfrüchte. Also, ja, Zitrusfrüchte kommt sehr leicht rein, sehr, sehr harmonisch. Also die Nase, also ich glaube nicht, dass er einen hohen Alkoholgehalt hat, würde ich nicht davon ausgehen, nein. Also Alkohol spürt man jetzt in der Nase fast gar nicht. Er hat einen leicht süßlich, es kommt sogar einen leichten Nuss rein, ja. Dann schauen wir mal, wie er schmeckt. Also, er kommt süß rein. Er hat sozusagen den gleichen Geschmack die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich würde sagen, Sherry könnte es sein. Auf jeden Fall süße. So eine rötliche Frucht. Also ein bisschen wie Kirsche, könnte man sich fast vorstellen. Jetzt habe ich Sherry im Kopf. Und dann, nach einer gewissen Zeit, kommt noch mal so eine Süße rein. Auch mal so zusätzlich. Abgang. Ja, ich sag mal süffig, angenehm. So gut wie keine Bitterkeit. Also es kann mir nicht vorstellen, dass es ein alter Whisky ist. Also es ist relativ rund und geradlinig. Also ich nehme ihn, also vom Geruch her ist er halt, wie gesagt, Zitrusfrüchte, angenehm, hat dann noch so einen Unterton, wo er sagt, hey, ich habe dann noch ein bisschen mehr. Und dann Also, oh, das ist interessant, wenn ich jetzt Luft hole, dann kommt noch mal so ein Geschmacksschwall dazu. Aber er kam, hat die ganze Zeit den gleichen Geschmack gehabt, immer diese, ich sag jetzt mal Cherry-Komponente, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Und dann zieht er nochmal rein, da kommt jetzt so ein ganz kleines bisschen, wo ich das Fass rausspüre, aber angenehm, also jetzt nicht so, oh, das ist schon sehr angenehm und am Luftholen noch einmal, kommt das noch einmal und jetzt
Geschmack, also Nachgeschmack oder der Abgang, ja, nicht so lang. Also der ist da, zack, runtergeschluckt. Kommt noch einmal so ein Hu, dann geht da so ein bisschen schon weg. Und jetzt habe ich so einen leichten Fass, was ich da spüre. Also angenehm. Und das ist dann immer so der Moment, wo man dann denkt, jetzt noch ein Gläschen trinken. Okay, dann wollen wir mal schauen, was das eigentlich für einer ist. So, hoffentlich ist hier... Das ist die 23. Ah, jetzt habe ich gar nicht gesagt, was ich glaube, was der Whisky wert ist. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, was 23 ist. Könnt ihr mir jetzt glauben, dass mir das jetzt nicht spontan einfällt. Aber vom Geschmack her, ich könnte mir vorstellen, es könnte der Glenfarclas Class 105 sein. Und der ist also... Also einen Whisky hätte ich normalerweise bei 25 Euro so gesehen. Ich glaube, der kleine Farkas kostet aber mehr. So, 23, dann wollen wir mal gucken. 23. Ich habe immer wieder die gleichen. Das ist wieder ein Talamordieu. Gut, er ist nicht so alt. Das heißt, hier ist es ein Blend. Sanft, etwas Vanille, Spuren von Gewürzen, ist der Aroma. Ja, deutlich würzig als im Aroma. Also das ist der Geschmack, mild und etwas Vanille. Und mild und angenehm. Ja, als ich ihn jetzt schon wieder nicht erkannt habe, dass das der Talamordieu ist, das ärgert mich jetzt. Naja, aber so ist Blind Tasting. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viele Wiederholungen rein habe, weil den habe ich ja schon mal gehabt. Naja, okay. Gut, dann war es das. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.